Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Ein ganzes Jahr steht vor uns, ein Jahr voller Möglichkeiten, ein Jahr, in dem wir mit Jesus gehen können und unseren Fokus auf ihn setzen, und seine Gegenwart ist mit uns. Hoffnung um 12. Auch dieses Jahr wollen wir dich wieder ermutigen und wollen dir auch viel, viel Kraft und Segen wünschen, viel Gelingen in diesem Jahr und für so viele Herausforderungen wirklich Gottes Leitung. Ja, ein neues Jahr hat begonnen. Wir beten gerne für dich, auch in diesem neuen Jahr, wenn du Gebetshilfe brauchst, auf gebet@missionswerk.de oder im Chat. Und heute ist das Telefon nicht besetzt. Ein neues Jahr hat begonnen und die Jahreslosung für 2022 heißt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das finden wir Johannes 6, Vers 37. Ja, wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen zu Jesus kommen, geleitet durch den Heiligen Geist. Und wir dürfen wieder ein Jahr selbst gestalten. Du sagst, nein, nein, Jesus gestaltet mein Jahr. Ja, er gestaltet es, aber wir müssen hören, damit wir wissen, was er gestaltet. Und du, alles, was du zulässt, wird in deinem Leben geschehen. Du darfst wieder ein ganzes Jahr neu gestalten. Du musst nicht das Gleiche machen wie im letzten Jahr und sagen, ach das wieder, ach jenes wieder. Ja, ich hatte es gerade heute Mittagstisch. Klar, wir müssen jedes Jahr die Steuererklärung machen, aber ich meine es ja anders. Und du darfst selbst gestalten. Ich stelle mir das so vor, so ein Lehmklumpen, wie wir es früher in der Schule gemacht haben. Und dann heißt es, gestaltet etwas, nachher brennen wir es, das dürft ihr mit nach Hause nehmen. Und dann fängt man an zu gestalten. Und dann wird es mal nichts und dann drückt man es wieder zusammen und dann gestaltet man was Neues. So wird es auch in diesem Jahr sein. Nutze die Zeit, in diesem Jahr Sinnvolles zu machen, Nützliches, Neues zu machen. Wie gesagt, du musst nicht den alten Trott weitermachen, sondern versuch auch mal was Neues. Versuch auch mal irgendwie etwas, wo dir so richtig Spaß und Freude macht. Und vielleicht sagst du zu dem einen oder anderen, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich sag dir, alles, was du tust, mach es in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Er möchte in kleinsten Details, selbst wenn du bastelst, wenn du irgendwo im Beruf unterwegs bist, er möchte immer mit dabei sein. Und nimm ihn mit, es macht dir Freude, weil du fühlst dich geborgen. Danke, Herr, dass wir in dir geborgen sein dürfen, auch wieder das ganze neue Jahr, dass du Großes vorhast. Herr, wir sehen manchmal nicht das Große, sondern das Chaos, das um uns herum ist. Aber lass uns wirklich das sehen, Herr, was du für uns vorbereitet hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen ist für eine neue Wohnung. Liebes Gebetsteam vom Missionswerk, bitte betet mit mir, dass mein Sohn mit seiner jungen Familie den Zuschlag für eine Wohnung bekommt, auf die er sich beworben hat. Die jetzige Wohnung ist im 5. Stock und mit Baby nicht mehr zu bewältigen. Ich weiß und vertraue fest darauf, dass Gott auch in dieser Angelegenheit eingreift und hilft. Danke vielmals für eure Gebetsunterstützung und seid herzlich gegrüßt. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Not kennst für eine neue Wohnung. Und ich danke dir, dass du auch einen Platz für diese junge Familie hast. Danke, Jesus, dass du wunderbare Bleibe, eine wunderbare Wohnung oder was auch immer für sie bereitgestellt hast. Und ich danke dir, dass sie den Zuschlag bekommen, wo sie sich beworben haben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Frau bittet um Gebet wegen Magenproblemen. Bitte betet in Übereinstimmung mit mir, dass ich in Jesu Wunden geheilt bin von einem Magenlymphom. Bitte, bitte betet, dass ich nachts nicht mit wiederholenden, fürchterlichen Angstangriffen aus dem Schlaf gerissen werde. Allerherzlichsten Dank.
Und Jesus, ich danke dir, dass du auch da eingreifst, dass du diesen Magen vollständig berührst. Danke, dass er wieder vollständig hergestellt ist und dass alles, was da nicht hingehört, verschwindet im Namen Jesu und durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass auch jede Angst besiegt ist, dass wir diese Angst entmachten durch das Blut Jesu und dass sie verschwindet. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Person, diese Frau frei ist von jeder Angst. Danke, Jesus, dass Frieden einzieht in ihr Herz und dass sie gut schlafen kann. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Das Telefon ist aber heute nicht besetzt. Ein Gebetsanliegen wegen Magen-Darm-Problemen. Liebe Missionsfreunde, ich habe wieder Probleme mit meinem Magen und Darm und besonders Durchfall. Schon oft haben eure Gebete mir Trost und Hilfe gegeben. Danke dafür und so erlaube ich mir auch heute wieder die Bitte, für mich zu beten und ich glaube an die Hilfe Gottes. Herzliche dankbare Grüße. Ja, wir glauben an die Liebe und Hilfe Gottes und danke, Herr, deine Hilfe auch in dieser Situation. Danke, Herr, dass du Wunderbares tust, Herr. Herr, danke, Herr, dass du Magen und Darm berührst und Herr, alles, was das auch auslöst, Herr, jede Nervosität und alles. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, für Heilung. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet. Bitte beten Sie für meinen Mann, dass er eine Teilerwerbsrente bekommt und eine Arbeitsstelle, die für seine gesundheitlichen Einschränkungen passt. Vergelt's Gott. Herr, danke, dass du auch diese Situation kennst, Herr. Die ganze Kombination mit Rente und Arbeitsstelle und wie das alles am besten zusammenpasst. Herr, ich danke dir dafür. Herr, wir planen und du hast manchmal was ganz anderes vor. Ich danke dir dafür, dass du was Wunderbares vorhast, dass du wunderbar wirkst und Herr, die Lösung schenkst. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott hat so viele Möglichkeiten einzugreifen und Dinge in zum Guten zu wenden und wir bekommen so viele Zeugnisse, die das bestätigen. Und Gottes Versorgung ist wunderbar, wie diese Frau schreibt. Danke für euer Gebet. Ich habe einen neuen Arbeitsplatz mit mehr Gehalt und super Kollegen. Danke an euch und danke Jesus. Und eine erstaunliche Geschichte. Ich hatte euch über Hoffnung um 12 um Gebetsunterstützung gebeten. Es war Mittwoch, freitags wollten wir heiraten. Alles war vorbereitet, doch ich hatte einen üblen grippalen Infekt bekommen. Donnerstags war es so schlimm, dass wir überlegten abzusagen. Am Freitagmorgen stand ich auf und war gesund. Danke. Wir hatten eine schöne Hochzeit und Jesus war mittendrin. Das ist wirklich eine erstaunliche Geschichte. Und aus Berlin schreibt uns jemand voller Freude. Danke für eure Gebete. Der Herr hat mir eine großartige Tür geöffnet. 2,5 Jahre bin ich in einem großen Krankenhaus, in einem anstrengenden, im Schichtdienst tätig. In dieser Woche bin ich nun in die Administration mit geregeltem Tagesdienst gewechselt. Ich bin unendlich dankbar dafür. Ihr und euer Gebetsteam habt großen Anteil daran. Vielen, vielen Dank dafür. Unverhoffte Erbschaft. Gott hat Mittel und Wege. Im August habe ich mich an euch wegen Gebetsunterstützung für meinen Sohn gewandt. Das Anliegen war eine Wohnung für ihn. Am 13. September bekam mein Sohn ein Testament vorgelegt, das besagt, dass er das Haus mit Scheune erben wird. Gott ist so gut. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Alle Ehre, Jesus. Ja, Gott hat wirklich Mittel und Wege, uns zu versorgen. Hast auch du ein Haus und eine Scheune bekommen? Wahrscheinlich nicht, aber was ganz anderes. Und das ist wunderbar. Wir haben wieder solche wunderbaren Zeugnisse gehört, direkt aus dem Leben, wenn man gerade noch kurz vor der Trauung gesund wird und das ist so genial, wie unser Gott mit uns unterwegs ist. Wenn du was erlebt hast, lass es uns wissen. Die Nummer ist eingeblendet. Ja, das neue Jahr mit den vielen Möglichkeiten. Nimm dir mal ein bisschen Zeit
und überleg dir, was du in diesem Jahr gestalten möchtest. Nicht nur, Herr, mach du, du machst alles recht, Herr, dein Wille geschehe. Selbstverständlich darfst du das beten, aber überleg dir mal, was du in diesem neuen Jahr gestalten möchtest. Sende uns dein Gebetsanliegen, wir beten gerne für dich. Das Telefon ist heute nicht geschaltet. Ja, und dann möchte ich auch noch sagen, wir haben ja gerade Betriebsferien und in dieser Zeit haben wir nur eine Hoffnung um 12 Sendung. Das heißt, jeden Mittwoch im Moment wirst du uns sehen, kannst du uns sehen, bist du immer herzlich willkommen. Und dann möchte ich dir noch unser neues Magazin empfehlen. Schau einfach mal rein, wenn du es noch nicht hast, bestelle es. Du bekommst dann auch das Buch Du bist wertvoll kostenlos. Schau dir einfach jetzt den Clip an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir wünschen dir Gottes Segen, eine gesegnete Woche und bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.